Santpedor, zentrales Katalonien, wo alles begann. 7000 Einwohner, 75 Kilometer nordwestlich von Barcelona. Ein Ort, den man besuchen muss, um Pep Guardiola zu verstehen. Die Plaza de la Generalitat, Haus Nummer 15. Hier wurde Guardiola 1971 geboren. Er hat Garagen als sein Tor benutzt. Guardiolas erster Bolzplatz direkt vor seinem Elternhaus. Aus den Garagen wurden die rostigen Torrahmen im Hof seines Kindergartens. Den Platz gibt es heute noch. Der ehemalige Direktor der Schule erinnert sich noch allzu gut an seinen berühmten Schützling. Im Hof gab es Fußballspiele, die am Montag angefangen und freitags aufgehört haben. Da die Ergebnisse addiert wurden, ging eines der Spiele 65-28 aus. Pep kam raus und sagte, du und du spielen mit mir und die anderen mit den anderen. Er hatte den Ball unter seinem Arm. Das unterstrich seinen Leader-Charakter, den er schon von klein auf hatte. Und nie verlieren sollte. Eingeschult wurde der kleine Pep im Alter von 6 Jahren. Auch hier der Fußball direkt nebenan. Wo sonst? In der einen Hand die Schultasche und in der anderen den Fußball. Jeden Tag kam der kleine Pep so zur Schule. Er war einfach kein Kind, das Ärger gemacht hat. Das war mir in jungen Jahren schon klar, dass der seinen eigenen Charakter hat. Er war ein Anführer, aber im positiven Sinne. Guardiola bleibt hier, bis ihn der FC Barcelona entdeckt und er umzieht in die berühmte Fußballschule La Masia, direkt neben dem Camp Nou. Mit 13 Jahren kommt Guardiola hierher und hat Heimweh. Wenn ich aufwache, dann sehe ich das Camp Nou, das ist sein Trost. Die anderen Jungs nannten ihn den Trainer, damals schon. Ich erinnere mich perfekt. Er war ein sehr kleiner und dünner Junge, physisch nicht besonders ausgeprägt, weder schnell noch stark und nicht besonders herausstechend. Er hat auch keine Tore geschossen, aber er war schlau. Er war einer der Spieler, der, wenn er auf das Feld ging, einen Panoramablick hatte. Er hat ein bisschen von allem gesehen. Sowohl als Spieler als auch als Trainer sieht er den Fußball als Ganzes. Der Co-Trainer von Johann Cruyff ist es, der Guardiola in die erste Mannschaft holt. 1990, als Barca einen neuen Dirigenten im Mittelfeld braucht. In Barcelonas Dreamteam arbeitet sich Guardiola nicht etwa langsam hoch. Er ist gleich der Chef. 2008 startet er bei Barca seine zweite Karriere. Der erste Arbeitstag des Fußballlehrers Guardiola, Trainer-Nobody aus der zweiten Reihe. Er ersetzt Frank Rijkaard. Für den damaligen Vorstand eine mutige Entscheidung. Beep. Das war der Glaube an Pep. Er war kein Unbekannter in Barcelona. Pep war einer der Fußballspieler, die wie Xavi 7-mal die Liga gewonnen hat, in der Zeit des Dreamteams mit Cruyff und Van Gaal. Für die Funktionäre von Barca war Pep ein außergewöhnlicher Spieler, weil es offensichtlich war, dass er intelligent, smart und professionell war und das Beste aus schlechten Umständen herausgeholt hat für das Spiel. Die Entscheidung, den 37-jährigen früheren Barca-Spieler Guardiola auf die Trainerbank zu setzen, von einem der größten Clubs der Welt, ein enormes Risiko. Pep hatte die Unterstützung von allen. Man konnte überall hingehen und alle wussten von der Qualität Guardiolas als Trainer, obwohl er vorher noch kein großes Team trainiert hatte. Der Vorstand hat sich für die risikoreichste Option entschieden. Ich war froh über die Entscheidung und ich glaube auch, dass es Leute gab, die eine andere Option bevorzugt hätten. Ich glaube, Mourinho ist davon ausgegangen, dass er den Job bekommt, aber am Ende haben sich die Funktionäre für Pep entschieden. Ich fand das klasse. Guardiola statt Mourinho, der Grundstein zu einer legendären Rivalität. Als Mourinho 2010 den Erzrivalen Real Madrid übernimmt, wird daraus eine offene sportliche Feindschaft mit dem besseren Ende für Guardiola. Er gewinnt schlicht alles, was es im Vereinsfußball zu gewinnen gibt. Ich habe Pep immer gesagt, als wir gesprochen haben, dass es nicht hätte besser ausgehen können, als es ausgegangen ist. Wer hätte gedacht, dass du, nachdem du angefangen hast bei Barca B, bis zu dem Tag, als du gegangen bist, das Triple gewinnst? Im ersten Jahr 6 Titel, darunter welche die Barca noch nie gewonnen hatte. 3 Ligen, 3 Supercups, 2 spanische Pokalsiege, das ist außergewöhnlich. Guardiolas Karriere beim FC Barcelona endet 2012. Er geht auf dem Gipfel des Erfolgs, verbringt ein Sabbatjahr in New York, übernimmt 2013 den damaligen Triplesieger FC Bayern. Und jetzt schließt sich für ihn der Kreis im Halbfinale der Champions League gegen den FC Barcelona.
Ich bin sehr zufrieden. Also Halbfinale, der schönste Wettbewerb, nicht der wichtigste, aber der schönste Wettbewerb. Und natürlich, ich bin mir sicher, das kann nie in meinem Leben vergessen. So, diese Erfahrung für mich ist natürlich sehr, sehr emotional.